Und damit herzlich willkommen zurück in der dritte der deutschen Vorzene, meine Salzarbeiter und Salzarbeiterinnen. Herzlich willkommen zurück zum Salzi mit Greenscreen. Way, ist doch nicht perfekt. Ich sehe es gerade da oben. Ich habe gerade noch mit den Belichtungseinstellungen ein bisschen rumgespielt. Aber letztendlich ist der Greenscreen montiert, ne? Und jetzt lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr das geil findet, Greenscreen, oder lieber meinen sexy Hintergrund sehen wollt. Ja, nee, also, ne, Feedback ist erwünscht. Die Ecke da, das kriegen wir noch hin. Wie gesagt, Beleuchtung ist noch nicht so ganz geil. Aber ihr seht jetzt den Commander. Und theoretisch, wenn ich mich ducke, auch die Kerngesundheit, ne? Das ist schon ganz nice, I guess. Wir spielen 1 gegen 1, Sieb, Vanilla, ist klar. Heute sind wir aber auch live, ne? Also, wenn ihr jetzt gerade guckt, an diesem Donnerstag, dann schaltet doch gerne ein auf twitch.tv/ Salzberg unter V und ne, Link findet ihr in der Videobeschreibung. Bevor ich mich hier noch weiter versammel, du. Wir spielen 2 gegen 2 mit und gegen Leon, Leon und Steffen. Also wir spielen 3 Best of Threes in jeder erdenklichen Teamkombination. Und das halt. Oh no. Er spielt doch nicht einfach auch Sieb, oder? Ah, oh, babbi, 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 babbi. Das ist gar nicht gut. Na, so weit links wie möglich. Hallo. Oh, shit. Here we go again. Was ich kreisige? Ich denke nicht. Von daher Metall verkaufen. Hat gar keinen Sound mehr gemacht. Ich sehe es nicht. Oh, ich hoffe so sehr, dass es... Ich hätte es verstecken sollen, ne? Ah, goddammit. Ja, wird schon schief gehen, right? Wird schon schief gehen. Ich muss gleich meine Windturbinen schützen, meine Minen. Ich muss so viel schützen auf einmal, weil er halt die gleiche Strategie spielt. Aber das ist interesting, ne? Wird interesting. Also, wir spielen 3 Best of Threes mit Leon, Leon und Steffen. Und das wird geil. Da freue ich mich sehr drauf. Also, gerne einschalten. 16 Uhr bis 19 Uhr live auf Twitch. Link in der Beschreibung. So. Erst einmal muss das Metall hier gut gesichert werden. Ich habe halt so zero Resources. Ist ja insane. Dann muss ich meinen Sniper schützen. Und dann brauche ich selbstverständlich noch Sandsäcke als Verteidigung vor meinen Windturbinen, ne? Und das relativ zackig, denn der Lachs ist gleich schon fertig. Ist bei ihm einfach kaputt gegangen. Alles abgerissen. Da sage ich nicht nein, da wird reingepaintet. Da wird ja mal unnormal reingepaintet, Alter. Scheiße, ich habe den Paint vergessen von ihm. Ah, das ist zu spät. Tschüss, Windturbine. War schön mit euch. Ah, ich habe vergessen, dass man seinen Paint ja auch nicht sieht. Ich war zu langsam. Aber seine Windturbine hole ich mir auch noch. Aber ich place noch keine neuen. Da kannst du quasi gar nichts kaputt machen. So. Das mag ich jetzt aber nicht so, deswegen Sandsackverteidigung. Ne? Und bevor wir wieder irgendwas machen, bauen wir erstmal ein neues Windrädchen auf. Wir haben jetzt beide die Situation, dass wir keinen Strom haben, also nichts Neues schießen können. Bei mir kommt schon ein neues Windrad, bei ihm noch nicht. Also ich bin energetisch im Vorteil gerade noch. So, dich nochmal weg. Aber ich glaube, ich will auch gar nicht mit meinem Sniper schießen, weil ich brauche den Strom für neue Windturbinen. Für eine Menge neuer Windturbinen. Und der platziert Sandsäcke. Das kostet ihn auch eine Menge Strom. Hat 2. Er paintet nochmal. Okay. Ich hoffe, dass das halten wird. Nein, die geht flöten. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Not gonna lie. Aber das zahlen wir ihm dann doch zurück, ne? Wie du mir, so ich dir, sage ich nur. Hat der gerade schon wieder gepaintet? Ich verliere schon wieder alle Windturbinen. Bei ihm habe ich gar nichts erreicht. Mein Gott, das ist so nicht dicht genug gebaut hier. "26 muss reichen. Schon wieder nicht dicht genug gebaut, war. So, das muss jetzt hier aber reichen, du. Hör mal. Ich brauch den Strom. Ich bin jung und pleite. Ich brauche jeden Strom, den ich kriegen kann.
Jetzt kommt erst sein Upgrade, das ist interesting. Ich glaube, ich hau da noch mal rein gleich, wenn ich den Strom habe. Habe ich aber nicht. Ich hole noch ein weiteres Windrad, glaube ich. Nee, ich hol. Nein, jetzt habe ich den Boden gepaintet! Digga! But why am I like this? Why am I like this? Komm, gib mir mal das Nuke-Gerät, schieb das mal da rein und gut ist. Er hat keine Gunner, dementsprechend easy. Und die Nuke hittet completely dumm. Ich krieg zu viel. Der Mann hat zu viel Glück. Ich brauche hier auf jeden Fall eine Waffenkammer, sonst kassiere ich die nächste Nuke. Aber sowas von ins Gesicht. So, und dann bitte mehr Strom. Ist doch nicht zu viel verlangt, oder? Bisschen mehr Strom zu haben. Na komm. Na komm. Mehr Strom. Noch 1000. Ich habe keine Batterie gebaut. Ich bin ein Sturdy Inter. Na, 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 na. Singt alle mit. Ich bin ein Sturdy Inter. Na, 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 na. Ist ja schon was fertig, Nena? Die brauchen noch. Und es kollabiert wieder so anders beschissen da rein, der Lachs. Mal hinten schwanken, bitte. Ja, das wird tödlich werden. Windturbinenblock for the win, Party People. Wenn ich jetzt Strom hätte, ne? Metall, besser gesagt. Ich will doch, ich brauche ja Metall. Okay, bitte hitte jetzt einmal vernünftig. Danke. Habe ich viel Core-Damage bekommen? Nein. Leute, ihr könnt sogar sehen. Ist das nicht geil? Core-Leiste ist noch voll. Heftig. Greenscreen. Ich sag's, wie es ist. Nicht so heftiges Gameplay. Not gonna lie. Was machst du da, Salzi? Klick doch vernünftig. Ja. Ja. Zucker! Greenscreen, sorry. Der ist gar nicht so weit weg. Ich meine, der ist ganz schön weit weg, ne? Also, komm ich dagegen? Nee, ich komme da gar nicht gegen. Es ist nur der Schatten. Aber ist noch in Arbeit, ist noch in Arbeit. Schönes Game. Runde 2 folgt. Bis gleich. Ich mache dann das Licht nochmal ein bisschen besser, ne? So. So, da sind wir wieder. Greenscreen, bisschen getweakt, ne? Aber halt immer noch nicht perfekt. Also da muss noch ein bisschen was passieren. Jetzt spielen wir erstmal eine Runde. Bis der! Ja, ja, auf Desert Runes. Schöner, schöner Commander. Macht schon Spaß irgendwie, ne? Aber im 1 gegen 1, ja, er gibt stärkere Commander leider. Ich glaube, das ist so sein Problem. Es gibt einfach stärkere Commander. Was willst du denn dagegen tun auch so wirklich, ne? Als okayer Commander, aber wenn es stärkere gibt, naja. Nochmal kleine Erinnerung, ne? 16 Uhr, falls ihr Bock habt, gerne live einschalten, wird nice. Flump, flump, flump. So. Ein paar Notes verkaufen. Alles, was geht, alles muss raus. Zack. Da kommt das nächste Mienchen. Plomp. Und jetzt chillen wir, warten auf unsere T2. Cannons brauchen wir, ne? Und wie geht's euch sonst so? Ich bin ein bisschen unsichtbar jetzt geworden, wa? Habe ich zu radikal raufgestellt, die Ähnlichkeit. Ja, das tut mir leid. Also Greenscreen ist halt immer so eine Einstellungssache, ne? Und ich habe tatsächlich noch ein kleines Problem, dieses Fenster hier. Da muss nochmal ein ordentlicher Vorhang vor, damit ich einfach diese unberechenbare Quelle Sonne eliminieren kann, ne? Dieses komische gelbe Ding am Himmel, das manche Leute anbeten und überhaupt und so. Und ja, lästig. Was soll ich sagen? Da kommt ein Vorhang hin. Ne? So ein richtig dicker, abdunkelndes Gedöns-Ding. Sowas. Und dann geht das. Aber vorher schwierig. So, jetzt hier ein schönes Sniper. Weiß gar nicht, warum ich hier für ein Sniper gehe. Das war falsches Material, aber ist okay. So. Ein
einen Early Sniper von Salz weg. Hat man das schon mal gesehen? Ich denke nicht. Also das ist Weltpremiere. Ja, muss so. Na, wir wollen hier für Good Old Good Old Cannons gehen. Ja, mit Bisterre ist das so immer so der Plan. Denn die Aktive hat so ein Uran-Geschoss. Ist doch jetzt kacke hier. Muss nochmal neu gebaut werden. Weiß auch nicht, wer da gepusht hat. Das zu klein gebaut hat. Na, wenn man es perfekt bauen will, dann hast du halt auch immer. Da musst du halt auch Eaton sein. So. Vorher läuft das nicht, Salz hier. Ah, okay, sorry, my bad. Hab ich vergessen. Und dann wollen wir natürlich auf den Kern gehen, weil dahinter stehen meistens in der Regel Batterien. Und die tun weh. Und ich glaube, ich baue es gar nicht mal da unten. Ich baue es heute mal hier oben drunter. Mache hier einfach so eine Schicht Hintergrundholz. Aber das ist natürlich eigentlich nicht geil, wenn er seine Waffen da unten hat. Oh, jetzt geht das wieder los. Wo kam das Gerät raus? Da unten. Ja, okay. War jetzt kein Close Call, ne? War okay. Probier es einfach mal heute. Heute mal wieder was anderes ausprobieren, ne? Cannons einfach mal hier reingeknallt. Was ich mit der Stelle mache, weiß ich noch nicht so ganz. Bin jetzt hier theoretisch einsatzbereit. Könnte ihn noch ein bisschen nerven. Ja, einfach nur die Zeit vertreiben, bis die Cannon da ist. Ein bisschen zu Action zwingen. Natürlich noch so tun, als würden wir weitermachen. Ja, Minen sind teuer, ne? Minen sind teuer zu reparieren, deswegen macht man das Ganze so gern. Ich feiere es ja eigentlich gar nicht, aber in der Situation da habe ich es irgendwie gerade gefühlt. Ja, das hier unten, das ist immer ein bisschen friemelig, ne? Sag ich, wie es ist. Dass das hält, naja gut, da reden wir nicht drüber. Wir holen uns noch eine weitere Cannon, I guess. Lang nicht mehr so gespielt, hier so unten baumeln unterm Kern mit Weapons. Hier, Gott, ist das wieder ergänzt. Ja, nee, doch, komm, den können wir auch noch so machen. Können wir auch noch einen ranhängen. Hier hätte ich gerne eine lange Strebe drin, aber ich glaube, die kriege ich jetzt gerade nicht so wirklich hin. Oder ich mache den hier. Guck mal. Profi. Quasi. Flump. Da noch eine Cannon rein. Hier noch ein bisschen mehr Protection für Kreissägen vor. Dann keine Ressourcen mehr haben für Woodspam. Nice. Rüber. Da ist nichts drin. Er hat jetzt hier natürlich einen Winkel. Aber was ist denn das? Ein Howie-Alarm. Ja, dann brauche ich einfach nur Holz, theoretisch. Dann brauche ich hier so eine Lage Holz, die da so runterbaumelt. Und cool aussieht. Ah, wieder nicht genug Metall gehabt. Ein Howitzer wird selbstverständlich ein bisschen langsamer sein. Das ist mein Waffenarsenal. Hier mal so zwei Gunner rein. Ansonsten hier noch zwei Gunner rein. Dann gucken wir mal. Und schießen einfach mal durch, ne? Man muss ja auch mal erstmal einaimen, sag ich mal, ne? Darf ja jetzt nicht so einfach so drauf losgeballert sein. Das ist ja auch lame. So. Hier nochmal da ein paar Gunner hin. Wenn er das gute alte Gerät noch behalten haben sollte. Und sich ein Upgrade Center geholt hat, wäre natürlich unlucky. Sniper muss weg. Den dürfen wir nicht zulassen.
Wir brauchen eine Battery. Brauchen wir mehr Strom, um den Druck aufrechtzuerhalten? Geil, dass das funktioniert. So, wo kommt das gute Gerät rein? Man weiß es noch nicht. Das ist ein guter Treffer, ne? Da nochmal rein. Wäre schon huge. Aber wir haben keinen Strom. Oh, was macht hier Stress? Das kleine Stückchen da. Ja. Not too shabby, not too shabby. Wir haben da oben einen Sniper. Geil, wir kriegen den Kopf. Natürlich ein Stück weit fahrlässig von ihm. So, das hätte ich am liebsten aus Hintergrund, aus Vordergrundholz gehabt. Aber ist okay. Jetzt fühle ich mich wie so Anfänger. Ohne damit Anfänger. Das, ne, wisst schon, dissen zu wollen. So, Gunner werden hier nicht gesniped, Bro. Dich behalte ich auf der 2, ich muss dich schnell greifen im Notfall. Ich habe meinen Fort, dass hier actually noch mag. Hilft nichts, dann muss da angehangen werden. Wenn die reißt, da ist noch eine Strebe hinter. Ich weiß nicht, ob die das dann auffangen kann. Machen wir da Druck. Ich schieße jetzt, glaube ich, mal mit 2. Sniper oben ist coming. Den kriege ich nicht. Den haben wir. Ich wollte eigentlich noch testen, ob ich wieder den Kopf kriege. Das sah ganz knapp aus. Ich habe ihn doch eben noch bekommen, als wenn ich ihn jetzt dann nicht mehr kriege. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Ja, 2 bekommen. Könnte maybe reichen. Ich habe nochmal die Cannon dazugenommen. In beiden Fällen, weil ich mir nicht sicher gewesen wäre. Ich glaube, er hat 2 Howies. Könnte also theoretisch gleich nochmal kommen. Müsste eigentlich mal aktive aktivieren, ne? Ich spiele den Commander für die aktive und spiele dann die aktive nicht. Ist natürlich auch somewhat weak. Öffne dein Türchen. So nicht. Okay, ich brauche noch eine Battery mehr. Den haben wir. Da bin ich jetzt auch mittlerweile ganz gut eingestellt. Den wollte ich gar nicht schießen, aber ist okay. Wir müssen sehr vorsichtig sein, ne?
Den immer zu hitten ist schwierig, finde ich. Und jetzt haben wir Sniper verloren, jetzt haben wir verkackt. Mehr dürfen wir nicht schießen, wir brauchen... Kanonen zu abzuwehren. Ja! Okay, das ist natürlich huge. Ich habe nicht E gedrückt, ich wollte T drücken. Na gut, den haben wir auch nochmal rausgenommen, die Tür. Das wäre natürlich jetzt wäre huge. One pound fish. Alright, hier vielleicht noch unterstützend ein bisschen. Das könnte man wahrscheinlich auch verstreben. Ein bisschen schöner aussieht. Hier unten haben wir... Hatte er doch die ganze Zeit eine Cannon, oder war ich jetzt blind? Ich glaube, er spielt Eagle Eye, aber er hatte doch trotzdem eine Cannon, oder nicht? Ich würde doch jederzeit mit zwei Cannons mir hier alles wegnehmen können. Die landen doch auch doppelt durch. Oder bin ich jetzt dement oder habe irgendein Update verpasst hier? So wisst ihr, wie ich meine. Guck mal, da kommt das nächste Howitzer-Gerät. Aber habe ich da nicht theoretisch einen Winkel? Nee, sah nicht so aus. Aber dann gehen wir doch für Kern. Da kriege ich keinen Kern hin. Das war auf jeden Fall schon mal Kernschaden. Geil! Und das waren Batterien! Easy as that! Ja, hätte man das vielleicht früher mal gemacht, dann wäre das Match auch schneller vorbei gewesen. Wir gucken rein ins Replay. Ne, hier hätten alles voller Batterien gehabt. Und er hat nicht schnell genug repariert, er hat gesniped. Das war sein Fehler. Warum habe ich Muskelkater in der Schulter? Ach, vom Bohren gestern. Actually, einfach vom Bohren Muskelkater. Gibt's nicht. Na komm, schießt halt sie. Aktive und bumm. Erster Schuss. Viel zu tief. Hatte keinen besseren Winkel. Zweiter Schuss. Kommt gut, trifft diese Batterie hier. Wird sofort gelöscht. Zweiter Schuss trifft hier aber auch, also die Strebe, worauf die Batterie strebt. Deswegen kann das nicht sofort gelöscht werden. Brennt noch ein bisschen länger und die Batterie explodiert. Der restliche Lachs explodiert und GG. Leute, das war eine Runde 1 gegen 1. Und jetzt muss ich mal schnell das Thumbnail schneiden und rennen. Da sind wir schon 13:30 Uhr und das soll um 15 Uhr online kommen. Alarm, bis dann. Tschüss, haut rein.